Hallo und willkommen zurück bei Rayman Redemption. Bei der wahrscheinlich letzten Episode von Rayman Redemption. Denn das hier ist tatsächlich das Level, vor dem ich Angst habe, weil ich es noch nie geschafft habe. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob das Spiel danach weitergeht, aber ich würde stark davon ausgehen, da es sich von der Kuchenwelt etwas abspaltet. Und aus einem ganz bestimmten Gameplay-Grund ist dieses Level bis hin zu der Stelle, an der ich es nicht geschafft habe, sehr lang. Das heißt, es gibt praktisch keinen Checkpunkt in diesem Level. Warum, werdet ihr gleich erfahren. Entweder ich schaffe es oder ich schaffe es nicht, weil ich werde es nicht stundenlang probieren. Denn tut es mir leid, dann ist das Projekt prinzipiell unvollständig, aber von meiner Seite beendet. Bevor wir jetzt irgendwelche Hiobsbotschaften machen, starten wir einfach mal Mr. Dark's Dare und wollen gucken, wie weit wir hier kommen. Noch ist das alles okay, ne? Noch ist das okay, wir haben hier unsere Pfanne. Und da geht's wieder los, genau wie in der klassischen Kuchenwelt aus dem Original. Das ist alles in Ordnung, ist alles völlig okay. Und ich muss auch sagen, ich fand die Kuchenlevel an sich, wenn man sie im Original freigeschaltet hat, weil man da ja alle Käfige sammeln musste. Nice, stand da. Okay. die eigentlichen Kuchenlevel fand ich nie so schwer. Jetzt geht's los. You refuse to give up then? Not to worry, I still have some tricks up my sleeve. Allow me introduce you to my latest creation. Nein, nein, da geht's nämlich los. Der Schatten. Der macht genau das, was wir auch machen. Haben wir schon im Projekt zu Rayman's World gesehen. Der wird nicht rennen, um mich einzuholen, aber er wird auch nicht stehen bleiben, bevor er nicht genau auf meiner eigenen Position auch gelandet ist. Und, wenn ich in ihn reinlaufe, dann nur deshalb, weil ich mich in der Vergangenheit so bewegt habe. Ihr werdet es jetzt schon verstanden haben. Er ist halt gnadenlos, aber prinzipiell nicht böse. Oder nicht böser, als ich es bin. So, wir müssen hier schön gerade laufen und ihm dann ausweichen. Und durch dieses erzwungene Hin- und Herlaufen werden wir immer wieder dazu gezwungen, einen ziemlichen Umweg zu laufen, damit wir uns selber nicht in die Quere kommen. Aber das ist noch nicht der problematische Bereich. Wir sind noch in der Kuchenwelt und das ist noch in Ordnung. Wenn man sich hier hetzt, dann ist man ganz alleine dran schuld, nicht wahr? Hier werden wir jetzt, versuchen, kleine Sprünge zu machen, damit ich nicht selber von unten in mich reinspringe, weil das kann immer wieder passieren. Das ist das Gefährliche daran. Okay, da ist eine Tür. Da haben wir den Schlüssel, alles wunderbar. Wahrscheinlich müssen wir jetzt nochmal das Gleiche machen. Nee, müssen wir nicht, ist okay. Ist in Ordnung. Es wird halt echt ein Problem, wenn man hin und her laufen muss. Und ihr merkt auch, solange wie wir von dem Schatten verfolgt werden, gibt es keine Speicherpunkte. Man kann buchstäblich nicht... Also es gibt keine Checkpoints, wenn man von dem Schatten verfolgt wird. Wenn ich jetzt sterbe, muss ich alles nochmal machen. Das ist relativ normal. So, hier werden wir uns jetzt mal absichtlich bücken, damit wir nicht oben in dem Gegner drin landen. So, da hat er jetzt Schaden genommen, das wird er hier auch tun. Das ist okay. Er wird doch jeden einzelnen Schlag nachmachen. Das heißt, er wird nicht schneller werden dadurch. Oh Gott. Das ist jetzt schon hier ziemlich stressig. Oh nein, das war nur für das Geschenk? Oh Gott, war das knapp. Okay, das wusste ich nicht, dass das nur für das Geschenk war. Weil denn... Oh Gott. Ich wollte da eigentlich hoch. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier rüber und versuchen da zu springen. Vielleicht muss man rennen. Genau. Man muss einfach nur rennen. Das war hier der Bonusraum für das Geschenk. Damit hatte ich nicht gerechnet. Okay, da ist das Ziel erschienen. Das ist in Ordnung. Das war jetzt etwas, was man durchaus noch schaffen konnte. Ja, das war jetzt nicht unmöglich auf eine Art und Weise. Okay, das haben wir geschafft. Und jetzt sehen wir Rayman schon an. Der ist ein bisschen besoffen. Das werdet ihr jetzt nicht nachvollziehen können, aber für mich ist die Steuerung umgedreht. Rechts ist links. Springen und Schlagen ist noch gleich, aber wenn ich nach links lenke, dann geht er nach rechts. Das ist etwas, wo man sich dran gewöhnen muss und gewisse Aktionen im Spiel werden dadurch irre, extrem schwierig. Oh Gott. Meine Güte. Oh,
Okay. Also es sind extreme Standardaktionen, die einem jetzt sehr große Probleme bereiten. Natürlich, zumindest im originalen Rayman gab es auch die Möglichkeit, das zu kombinieren, meiner Meinung nach, dass man eine umgedrehte Steuerung hat und einen Schatten. Okay, da hätte ich rennen müssen. Aber ich hatte mich eben mit der umgedrehten Steuerung nicht getraut zu rennen und dachte, es ist irgendwie sicherer, wenn ich nicht renne. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber das war so irgendwie meine Logik. Deshalb werden wir jetzt zusehen, dass wir hier vielleicht über den rüberspringen. Ja, wunderbar, perfekt. Das ist besser, dann kommt er nicht an uns ran. So, im Normalfall bräuchte man die hier auch überhaupt nicht alle besiegen. Man könnte einfach draufspringen. Es ist halt immer so eine Sache, traut man sich das zu oder nicht? Weil es ist tatsächlich erstaunlich knifflig. Mann, also wirklich, auf dem letzten Meter hat er mich noch erwischt. Das war genau das, was ich irgendwie nicht mehr schaffen konnte mit dem Rennen. Okay, und auch jetzt, gerade wenn man an so einem Ding schwingt, vergisst man das sehr gerne mit der umgedrehten Steuerung. Mit der umgesteuerten Drehung, genau. Oh! Oh Gott! Mann! Warum habe ich denn den so schlecht auskundschaften können hier? So. Jetzt da nochmal. Okay, alles in Ruhe. Der Clown kommt nicht an uns ran, ja? Keiner muss Angst haben. Alles ist gut. So, wer weiß, was hier oben passiert? Gar nichts. Okay. Das ist natürlich immer am schlimmsten, wenn irgendwie ein Gegner kurz vor einem einfach so erscheint. Das hier ist wahrscheinlich auch so eine Sache, dass die nächste verschwindende Plattform erst erscheint, wenn ich draufstehe. Ja, ganz großartig. Das macht es mit der umgedrehten Steuerung natürlich nicht wirklich einfacher. Ach, Mann. Verflucht seid ihr. Ah, weil jetzt kann ich nicht mehr nachdenken. Das ist natürlich... Oh Gott. Warum sieht man das denn nicht? Guck mal, das ist... Boah, das war irgendwie direkt von den Pixeln so, dass man es nicht gesehen hat. Wie furchtbar. Okay, Mr. Dark hat übrigens noch mehr Tricks drauf, ne? Das sind jetzt nicht die beiden einzigen Verzauberungen, die er für uns hat. Müssen wir mal gucken, ob die, wann die kommen. Ja, schnell weg hier. Ah, Gott! Wie hätte ich dem denn ausweichen sollen? Ist doch Quatsch. Oh, ich bin geheilt. Gut. Jetzt sind wir geheilt und jetzt kann auch gespeichert werden. Nur damit wir gleich wieder von einem neuen Fluch belegt werden. Der dafür sorgt, dass ich immer rennen muss. Okay, ich kann noch nicht umdrehen. Rayman rennt jetzt in diese Richtung. Ich habe keine Kontrolle. Ich kann noch nicht fliegen. Ich kann nur springen. Schlagen geht auch nicht. Ich kann buchstäblich... Oh nein! Oh Gott! Ich kann nicht umdrehen. Es geht nicht. Ich müsste mich jetzt umbringen, aber das ist es mir irgendwie nicht wert. Okay! Oh, wunderbar. Heißt das, ich kann jetzt den Käfig holen oder ist der jetzt zu irgendwie? Nein. Ist nicht zu. Weil wenn wir hier am Anfang lang gegangen wären, dann hätte man ja den Käfig auch gar nicht kaputt hauen können, ne? Wäre ja gar nicht möglich gewesen, weil ich keine Faust habe. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass der so lange wie mein verzaubert ist und nicht schlagen kann, dass er einfach in unserer Anwesenheit kaputt geht. Aber gut, wunderbar. Da ist ja jetzt tatsächlich gar nichts passiert. Gut, dann können wir den nächsten Abschnitt machen und gucken, wie wir da verzaubert werden. Das meinte ich. Jetzt guckt euch mal hier um. Plötzlich keine Kuchenwelt mehr. Das hier ist alles Original Pixel Art. Gab es im Original nicht. Und da haben wir jetzt unseren Schatten. Und das wird zu einem Problem. Den Bereich habe ich noch nie geschafft. So, wir müssen erst einmal nach rechts laufen. Um da... Okay, das habe ich nicht geschafft. Wir müssen nach rechts laufen, um dort die Plattform freizuschalten. Und dann kommt man hier hoch. Es geht nicht anders. Man muss diesen Umweg laufen. Es ist unmöglich sonst. So, hier haben wir einen Käfig. Das ist gut. Powerfaust haben wir. Ich weiß nicht, was passiert, wenn der böse Rayman uns mit seiner Powerfaust schlägt. Oh Gott. Das war natürlich gut. Das war fantastisch. Einfach in den Tod springen. So, das Problem dabei ist natürlich auch, dass wir bei Berührung des Schattens augenblicklich sterben. Es ist nicht so, dass wir irgendwie mehrere Chancen hätten oder so. Wisst ihr, dass ich mir jetzt den Powerpunkt hole, damit ich mehrere Male von ihm getroffen werden kann. Nein, man trifft seinen Schatten und ist augenblicklich tot. Es gibt keinerlei Möglichkeit, das irgendwie öfter zu machen.
So. Ja, okay. Da habe ich mich jetzt selber in die Ecke gedrängt, weil ich der Meinung war, dass da irgendetwas ist, womit erstmal eine Plattform erscheint. Wisst ihr? Weil da kommt man ja aktuell noch nicht hin. So. Und das bedeutet, wir müssen da irgendetwas erscheinen lassen. Ja, den Schadenspunkt, den wir da nehmen, der ist völlig irrelevant. Irgendwo ist da nämlich nochmal ein Generator, den wir aktivieren müssen. Und ich weiß nicht, wo der ist. Ich weiß nicht, wo der Generator ist, damit da etwas erscheint. Oh Gott, bin ich da so hochgesprungen? Ah, das ist eiskalt. Ich bin mir nicht sicher, warum da nichts erscheint. Ich bin jedenfalls der Meinung, dass man in die Ecke laufen muss. Nein, jetzt habe ich es gesehen. Habt ihr gesehen, auf der anderen Seite dieser Wand, wo gerade der Generator war, da gab es auch ein Funkeln auf der anderen Seite. Das heißt, da müssen wir einmal hin und uns fallen lassen auf dieser Seite. Nämlich genau hier. Und jetzt ist etwas erschienen, habt ihr ja gehört. Und da wird jetzt das erschienen sein. So, der braucht keine Plattform, er wiederholt einfach nur unsere Bewegungen. So. Ich bin mir nicht sicher, es könnte sein, dass da irgendwie etwas erscheint, aber da erscheint nichts. Ist okay, hier ist wieder der Generator. Wir müssen bis zum Ende laufen. Das ist wahrscheinlich der Gag des gesamten Levels, dass man immer wieder bis zum Ende laufen muss. So, jetzt haben wir Glück gehabt, dass hier die Plattform waren und wir wieder zurückkommen. Ob das nötig ist, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß aktuell gerade nicht, wo es weitergeht. Ich bin aber der Meinung, dass das hier falsch war. So, und jetzt müssen wir alles nochmal machen. Das ist aber immer noch nicht die Stelle, an der ich immer wieder gestorben bin. Also ihr seht, ich lerne jetzt diesen Levelabschnitt erneut von Neuem. Und dadurch, dass ich jetzt hier ständig immer wieder das Gleiche mache, sicher, ich werde darin sicherer. Ich werde darin besser. Ich meine, der Schadenspunkt da ist völlig irrelevant. Da wir so oder so augenblicklich sterben, wenn wir den Schatten berühren und das praktisch unsere einzige echte Gefahr ist, ist es völlig irrelevant. Aber es ist halt, wenn man jetzt mal eiskalt ist, ist das halt für mich kein angenehmes Gameplay jetzt, ne, an dieser Stelle. So, da springen wir mal hoch. Da nehmen wir Schaden, okay. Und hier, ich soll runter. Vielleicht soll ich aber auch, ja genau, hier sind jetzt nämlich neue Hindernisse gekommen. Hier sind jetzt Raser, was wahrscheinlich bedeutet, dass wir wieder hier hin sollen, weil da jetzt etwas anderes passiert, wenn wir wieder nach oben springen. Würde ich von ausgehen. Genau, jetzt haben wir nämlich das bekommen. Und da springt man auch wunderbar in den Gegner rein. Das heißt, auch an dieser Stelle muss ich erst einmal warten, einen größeren Bogen laufen. Aber ich kann mir nur vorstellen, wie frustrierend das sein muss, das mit anzusehen. Weil ich mir ja buchstäblich jede einzelne Falle selber stelle. Jeden einzelnen Tod habe ich selber zu verschulden, wenn mir mein Schatten ins Gesicht springt. Das sagen Leute auch nicht oft, ne? Mir ist mein Schatten ins Gesicht gesprungen. Klingt wie ein SCP. Nicht, dass ich mal ein Schatten-SCP geschrieben hätte. Nein, nein, nein. Meine ist die 282, aber hat keiner nachgefragt. Vielleicht ist auch die 228. Ich hab's vergessen. Ich bin ein schlechter Autor. So, ja, jedenfalls müssen wir hier diesen Kreislauf zweimal machen. So, das ist der einzige Grund. Wir müssen hier erst einmal den ersten Generator bekommen, um hier hochzukommen. Und wenn man hier runterfällt, ist der zweite Generator. Und der zwingt uns dann dazu, nochmal nach oben zu gehen, weil diese neuen Pink Helper gekommen sind. Okay, wir müssen hier wieder den großen Bogen machen. Wenn ich gleich von links springe, springe ich mir wahrscheinlich wieder selber in die Arme. Das ist nicht gut. Okay, das war okay. Wir nehmen ganz bewusst ein paar Schadenspunkte. Das ist nicht schlimm. So. Jetzt wird es nämlich interessant. Oh Gott. Das habe ich auch schon mal geschafft. Und die Sache ist halt, ich muss unter meinem Schatten durchspringen, da ich über ihm bin. Oder besser gesagt, er ist über mir. Mein Schatten ist über mir, da wir beide mit der gleichen Geschwindigkeit runterfahren. Und ich muss immer von einer Plattform zur nächsten springen, weil ich ja nicht stehen bleiben darf. Ne? Das ist so der ganze Gag an dieser Stelle. Das habe ich tatsächlich auch schon einmal geschafft. Das ist immer noch nicht die Stelle, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt macht es mir keinen Spaß mehr.
Das war buchstäblich eine ganz bestimmte Stelle, wo ich gesagt habe, ja, ich glaube, ich verstehe, wie ich es machen müsste, aber das macht mir keinen Spaß. Und die Stelle werde ich jetzt wahrscheinlich ein, zwei Mal probieren und dann muss ich leider sagen, für mein geistiges Wohlsein müssen wir jetzt darauf verzichten und das Projekt dann ruhen lassen. Ja, ich weiß nicht. Normalerweise ist mein Anspruch, selbstverständlich ein Spiel durchzuspielen, wenn ich ein Projekt anfange. Dann sieht man natürlich auch endlos Projekte, wo es gar kein Ziel gibt. Und ich mich dann frage, okay, wann ist es jetzt der adäquate Augenblick, um aufzuhören? So, da hätte ich mich mit dem Schadensboost selber wieder in den Schatten reinhauen können. Oder besser gesagt, mit dem Schadensboost des Schattens. Oh Gott. Okay, jetzt auch wieder. Oh Gott. Okay, ich muss links stehen bleiben, damit ich rechts sein kann. Ich muss immer mittig landen. Das war mega riskant. Okay, die Stelle kenne ich, glaube ich, nicht. Aber das ist jetzt für den Schatten egal. Das ist egal. Wir nehmen jede Stufe einzeln, damit es keine Überraschungen gibt. Falls ich zurück muss. Draufgeschissen. Draufgeschissen, das ist das erste Mal, dass ich das geschafft habe. Oh nein, da ist er. You are too late, Rayman. Unlike you, I've spent this time wisely, studying the great protoon. Its power is all mine now. I can create anything I want with it. Oh nein. Guckt mal im Hintergrund, da sind die ganzen Endbosse. Ich habe so das Gefühl, der wird nach und nach die einzelnen Bosse beschwören. Oh Gott. Weil ich glaube, den originalen Mr. Dark habe ich auch nie gekämpft. Ich kann jetzt zu dem Mr. Dark-Kampf nicht wirklich etwas sagen. Let's try this out. How will you handle all my strongest minions at once? Verdammt, Mann. Es ist nur eine Fan-Mod. Es muss nicht fair sein, ne? Darf man immer nicht vergessen. Ah, oh, was ist das denn? Ah! Ah, was ist das denn, ey? Okay, kämpft Mr. Dark gar nicht? Das war ja interessant. Aber ich sehe irgendwie nichts vom Moskito. Ich sehe kein Moskito da drin. Das ist irgendwie nur Mr. Dark. Das ist nur Mr. Stone und der Skorpion. Okay, ah, und jetzt verwandelt er sich in was anderes. Weil da war auch Mr. Sex nicht. Oh nein. Oh nein. Das gibt's doch gar nicht. Boah, meine Fresse, ey. Verdammt, das ist aber mega knapp. Das gibt's ja gar nicht. Ah, Gott. Mann, wie knapp das ist. Aber das ist kreativ und ziemlich cool. Das kann ich ihm jetzt nicht absprechen. Ich komme aber jetzt schon deutlich besser klar. Also ein zweiter Versuch wird deutlich geschmeidiger laufen. Mr. Sex und Mosquito? Alter. Okay, das fiel mir ziemlich schwer. Aber das ist kreativ und abwechslungsreich. Das ist cool. Das gefällt mir gut. Das gibt's ja gar nicht. Wie gut! Das ist original. Das ist also original Pixelart. Das gab es noch nicht. Ich meine nicht, das gab es im Original, sondern das ist original für Rayman Redemption gemacht. Das gab es nicht. Ah, wie geil ist das denn? Okay, das gefällt mir sehr gut. So, wir dürfen nicht zu früh springen, ansonsten verteidigt er, aber auch nicht zu spät, sonst kriege ich aufs Maul, ne? Ist klar. Ah, das ist aber gut, wie... Nanu, komm schon. Oh Gott, ja, meine Faust ist schwach. Wie soll ich denn dagegen ankommen? Oh Mann. Das gibt's doch nicht. Ah, das ist schwer mit der normalen Faust. Das ist echt nicht einfach.
Oh Gott, Mann, scheiße. Ich muss unten bleiben. So. Warum ist denn der jetzt so weit oben immer? Ah, das mit der kleinen Faust ist scheiße. Das ärgert mich echt, dass wir die kleine Faust haben. Das ist doof. Aber der ist der coolste. Ah nein, die nicht. Die meinte ich nicht. Ah, oh, Gott. Oh, meine Fresse. Die sind hart. Das Problem ist halt jetzt auch, ich krieg keine stärkere Faust. Ne? Wir haben, ich meine, Extras, okay, Skins, aber ich kann jetzt nicht eine Faust kaufen. Man kann ja kaufen, dass man mit einer vollen Faust in das Level kommt. Das kann ich aber jetzt nicht mehr machen. Und wenn ich jetzt aus dem Level rausgehe in die Map, dann wird dieser Punkt ja nicht gespeichert. Ich kann ja das nächste Mal nicht sofort wieder in den Kampf reinkommen. Das ist unmöglich. Dann müsste ich diesen Bereich vorher nochmal machen. Und damit meine ich den kompletten Bereich, angefangen beim Start dieser Episode, wo wir auf der Pfanne geritten sind. Ne, darf man jetzt nicht vergessen, wie lang diese Episode schon ist. Oder wie lang dieses Level schon ist. Okay, jetzt komme ich aber ganz gut klar. Muss auch irgendwann mal sein. Ah, oh, Mann! Nur weil wir von der Faust her so eine kurze Reichweite haben. Das ist echt ein bisschen für den Arsch. Ah, oh Mann, dieser Rhythmus ist für den Arsch. Okay, ich kann die sehr schnell schlagen. Na toll, das haben wir jetzt gelernt. Okay, na schön. Das finde ich immer noch sehr cool. Aber wo muss ich den denn hinführen, Mann? Weil ich komme ja nicht an seine Faust ran. Das finde ich jetzt ein bisschen seltsam. Ah ja, bei dem oberen muss ich natürlich nicht drüber springen, ne? Das habe ich letztes Mal falsch gemacht, deshalb hat er mich erwischt. Ah, jetzt haben wir ihn erwischt. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass von oben die Spitzen kommen. Das war ja Mr. Scobs, Ah, Gott. Das war ja bei Mr. Scobs, dass dann von oben sein Skorpionstachel kam. Okay, es hat's geklappt. Ich weiß nicht warum. Ich habe es lange gemacht. Gefühlt immer das Gleiche getan. Irgendwann hat's funktioniert. Ich weiß nicht. Wow! Wow! Alter! Okay, darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet. Scheiße. Ich glaube, jetzt habe ich's raus. Die Antwort lautet, sehr früh schlagen. Die Faust muss, glaube ich, schon auf ihn losfliegen, bevor er überhaupt richtig angegriffen hat. Ja. Man muss sehr früh angreifen. Wenn man zu spät angreift, dann ist er praktisch schon im Flug befindlich. Und dann muss die zielsuchende Rakete umdrehen. Aber so kann ich ihren Flug beeinflussen. Ist okay. Gut, dann wollen wir mal sehen, was Mr. Stone Sex macht. Das war unfair. Das war einfach unfair. Ich konnte dem nicht ausweichen. Ach, komm schon, Mann. So. Gefällt dir das? Oh Gott. Den konnte ich schon im normalen Level nie vernünftig ausweichen. Jetzt muss ich das hier machen unter Stress. Ich habe mich schon gefragt, ob er die auch macht. Oh Gott, die sind so schwer, den auszuweichen. Ich fasse es nicht.
Okay, was jetzt? Der springt aber sehr kurz. Meine Fresse. Der hat echt einen sehr kurzen Sprung. Da muss man extrem nah dran sein und schnell springen. Mr. Sex und Mosquito. Meine Fresse.